Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Für diesen Card Duplication Glitch braucht ihr auf jeden Fall einen Freund. Euer Freund braucht eine Autowerkstatt. Euer Freund begibt sich dann schon mal in seine Autowerkstatt rein. Wir benötigen auf jeden Fall das Auto, was wir duplizieren wollen. Am besten ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Der gibt im Verkauf am meisten Geld. Ebenso braucht ihr noch irgendein anderes Fahrzeug. Das Fahrzeug geht aber nicht verloren. Und dann braucht ihr halt noch so viele Elegies, so viele Kopien, wie ihr euch halt erstellen wollt. Das Auto, was ihr duplizieren wollt, müsst dann in der Arena-Werkstatt stehen. Und wo die Elegies sich befinden, das ist eigentlich dann ganz egal. Ebenso benötigt ihr noch einen Nachtclub. Im Nachtclub in der Lieferantengarage entweder ein Speedo Custom oder ein anderes Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, dann lass auch schon direkt losstarten. Wir steigen einfach in irgendein Fahrzeug ein. Wir geben uns dann zum Autoshop von unserem Freund. Die Autowerkstatt einmal betreten. Dort angekommen, machen wir jetzt nichts. Wir joinen jetzt einmal den Anabug-Bot bei. Die ersten zwei Meldungen, die jetzt kommen, einfach ganz schnell mit X bestätigen. Wenn jetzt die dritte Meldung kommt, warten wir ein paar Sekunden. Und dann können wir auch die dritte Meldung wieder bestätigen. Dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt da ein bisschen rumglitschen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes steigen wir dann aus dem Auto aus, gehen aus der Autowerkstatt raus. Unser Auto wird jetzt bei unserem Freund sichtbar. Was unser Freund jetzt macht, einfach in unser Auto einsteigen und dann bleibt er jetzt so lange drin sitzen, bis wir ihm wieder sagen, dass er aussteigen können. Als nächstes begeben wir uns jetzt einmal zu unserem Nachtclub. Könnt ihr jetzt, euch jetzt einfach hin teleportieren. Auch wieder mit einem Anabug-Bot beitreten. Wir suchen uns einfach den Job in der Nähe von unserem Nachtclub raus. Den Anabug-Bot beitreten. Die erste Meldung nehmen wir an, die zweite lehnen wir ab. Begeben uns dann einmal zum Nachtclub. Gehen dann einfach ins Untergeschoss 1 rein. Ja, wir steigen jetzt in irgendein Fahrzeug ein, was sich hier drin befindet. Drücken dann Steuerkreuz nach rechts, dann sind wir gefreezed. Um da jetzt wieder rauszukommen, einmal Options drücken, Kreis und dann können wir jetzt auch aus dem Auto aussteigen. Als nächstes müssen wir uns dann jetzt zur Arena teleportieren. Denn ihr werdet jetzt merken, dass wir den Nachtclub so nicht mehr verlassen können. Wir suchen uns dann auch wieder irgendeinen Job raus in der Nähe von Arena. Treten dann wieder den Anabug-Bot bei. Die erste Meldung annehmen, die zweite ablehnen und schon sind wir bei der Arena. Wir begeben uns jetzt einmal in die Arena-Werkstatt. Steigen dort jetzt in das Auto ein, was wir duplizieren wollen. Drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug einmal zu modifizieren. Dort irgendwas Günstiges an dem Fahrzeug ändern. Und dann können wir jetzt die Arena auch ganz einfach wieder verlassen. Vor der Arena angekommen, rufen wir einmal unseren Mechaniker an und fordern uns einmal das Auto an, was wir nicht mehr benötigen. Einfach einen kostenlosen LG. Sagen unserem Freund dann jetzt Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn unser Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass jetzt auch das Kennzeichen ändert und somit habt ihr auch eine saubere Kopie erstellt. Wir fordern uns jetzt einmal unsere MOC an. Ihr braucht natürlich auch eine MOC. Wir geben uns dann einmal dorthin, fahren dann hinten in die MOC rein. Falls ihr noch ein Auto drin stehen haben solltet, einfach die Fahrzeugmeldung voll annehmen. Das Auto, was dann in der MOC drin stand, steht dann jetzt in der Garage, wo ihr den LG hier habt. Und die neue Kopie steht dann jetzt in der MOC und das Original natürlich wieder in der Autowerkstatt. Und wenn ihr jetzt die nächste Kopie machen wollt, dann müsst ihr einfach die gleichen Schritte alle nochmal wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.